Die selige Anna Katharina Emmerich wurde am 8. September 1774 in einer bescheidenen Familie in dem malerischen Dorf Flamske geboren, das im Bistum Münster in der reizvollen Region Westfalen im nordöstlichen Deutschland liegt. Ihre Kindheit war von Schwierigkeiten geprägt, die aus materieller Armut resultierten. Aber gerade unter diesen bescheidenen Bedingungen blühte ihr tiefer Glaube und ihre Hingabe zu Gott auf. Im Alter von nur 12 Jahren begann Anna Katharina ihre Arbeit als Dienstmädchen, was nur der Anfang ihres außergewöhnlichen Lebensweges war. Das junge Mädchen musste sich zahlreichen Herausforderungen stellen, sowohl aufgrund materieller Einschränkungen als auch des Widerstands ihrer Familie gegen ihre Bestrebungen, ein klösterliches Leben zu führen. Trotz der Schwierigkeiten, die sich ihr in den Weg stellten, traf die unerschütterliche Anna Katharina Emmerich eine Entscheidung, die einen Wendepunkt in ihrem Leben darstellte. Im Jahr 1802, im Alter von 28 Jahren, trat sie in das Augustinerinnenkloster in Dülmen ein und brach mit ihrem bisherigen Leben. Die Ordensgelübde, die sie nach einem Jahr Noviziat ablegte, fanden am 13. November 1803 statt. Die Selige erinnerte sich an diese Zeit und sagte: „Ich habe mich ganz dem blauen Bräutigam hingegeben, und er handelte mit mir nach seinem Willen." Diese Worte spiegeln den tiefen Glauben und die Hingabe wider, die sie ihr ganzes klösterliches Leben begleiteten. Die selige Anna Katharina Emmerich ist nicht nur für ihre Demut und ihre Hingabe an ihre Berufung bekannt, sondern auch für ihre mystischen Erfahrungen. Ihr Leben war geprägt von Gebet, Kontemplation und Hingabe an Gott. Viele Gläubige suchten ihren Rat und ihren Segen und betrachteten sie als Vorbild für das spirituelle Leben. Am Vorabend ihres Eintritts ins Kloster schienen die Schicksale von Anna Katharina Emmerich bereits durch übernatürliche Zeichen festgelegt zu sein. Das Haupt der zukünftigen Seligen trug das Zeichen einer Dornenkrone, als ob Gottes Hand sie als Auserwählte markiert hätte. Es war wie eine Prophezeiung, eine Ankündigung des mystischen Lebens, das kommen sollte. Einige Jahre später, genau am 29. Dezember 1812, erlebte das Leben von Anna Katharina ein weiteres außergewöhnliches Ereignis. Stigmata erschienen an ihren Händen und Füßen wie ein Echo der Wunden des gekreuzigten Erlösers. Es war jedoch keine gewöhnliche Erfahrung, denn an ihrer Seite öffnete sich auch eine blutende Wunde in Form eines Kreuzes, die schmerzhafte Erfahrungen verursachte. Die Selige beschrieb dieses Phänomen bewegend: „Es war 3 Tage vor dem neuen Jahr, ungefähr um 3 Uhr nachmittags. Plötzlich überkam mich ein Licht. Ich sah den lebendigen, leuchtenden Gekreuzigten mit ausgebreiteten Armen, aber ohne Kreuz. Die Wunden strahlten noch heller als der Rest des Körpers. In meinem Herzen fühlte ich ein immer stärkeres Verlangen nach den Wunden Jesu. Dann traten zuerst aus seinen Händen und dann aus der Seite und den Beinen rote Strahlen hervor, die wie Pfeile meine Hände, Seite und Beine durchbohrten. Diese mystische Erfahrung, die aus tiefer Kontemplation und Hingabe resultierte, machte die selige Anna Katharina Emmerich zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten in der Geschichte des Christentums. Ihre Stigmata und ihre Vereinigung mit dem Leiden Christi wurden zur Inspiration für viele und zeigten, dass Gott außergewöhnliche Seelen für eine besondere Mission wählt. Nicht nur die Stigmata waren ein Geschenk für Anna Katharina Emmerich. Bereits im Alter von 4 Jahren wurde sie mit der außergewöhnlichen Gabe des Schauens übernatürlicher Ereignisse beschenkt, die das Leiden und den Tod des Herrn Jesus, das Leben der allerheiligsten Jungfrau Maria, die Heiligen und die kirchlichen Feierlichkeiten umfassten. Die Selige,
ohne formale Bildung, zeigte in ihren Visionen eine außergewöhnliche Kenntnis der Topographie sowie der archäologischen und historischen Details. Schon in jungen Jahren versuchte sie, diese Offenbarungen eigenhändig aufzuzeichnen, erkannte jedoch mit der Zeit, dass diese Aufgabe ihre Fähigkeiten überstieg. Zu dieser Zeit tauchte Clemens Brentano auf, ein herausragender deutscher Schriftsteller der Romantik, der von den Fähigkeiten von Anna Katharina erfuhr und beschloss, sie zu besuchen. Unter dem Einfluss dieser übernatürlichen Erfahrungen konvertierte er und verbrachte die Jahre 1818 bis 1824 an ihrem Bett, um die Berichte der Stigmatisierten genau aufzuzeichnen. Brentano besuchte sie zweimal täglich, nahm aktiv am Prozess der Dokumentation der mystischen Visionen teil, kopierte Notizen aus ihrem Tagebuch und präsentierte ihr dann seine Werke, um die Treue zur Wiedergabe der Worte der Seligen sicherzustellen. In Dankbarkeit für die Gesellschaft und Arbeit von Brentano sagte Anna Katharina, ich weiß, dass ich ohne diesen Pilger, sagte Anna Katharina über Clemens Brentano, längst gestorben wäre. Aber zuerst muss er alles aufschreiben, denn meine Visionen sind Gottes Geschenk für die Menschen. Diese außergewöhnliche Beziehung zwischen der Mystikerin und dem Schriftsteller hat nicht nur ihre Visionen verewigt, sondern auch die Übermittlung ihres spirituellen Erbes an zukünftige Generationen erleichtert. Der Seligsprechungsprozess von Anna Katharina Emmerich, der Ende des 19. Jahrhunderts begann, wurde 1972 wieder aufgenommen und erhielt neuen Schwung. Der Apostolische Stuhl setzte die Untersuchungen zu ihrem Leben und ihrer Heiligkeit fort. Als Ergebnis dieser Bemühungen wurde im Jahr 2001 ein Dekret erlassen, das die heroischen Tugenden von Anna Katharina anerkannte. Dieses bedeutende Ereignis war ein Meilenstein auf dem Weg zur möglichen Seligsprechung. Anschließend verkündete der Apostolische Stuhl im Juli 2003 ein Dekret über die Authentizität eines Wunders, das durch die Fürsprache der seligen Anna Katharina Emmerich vollbracht wurde. Diese Anerkennung des Wunders öffnete die Türen für ihre Erhebung auf die Altäre. Im Jahr 2004 erlebte die katholische Kirche eine ruhmreiche Feier, als am 3. Oktober Papst Johannes Paul II. Während einer feierlichen Messe im Vatikan die deutsche Mystikerin und stigmatisierte Anna Katharina Emmerich selig sprach und sie in die Riege der Seligen der Heiligen Kirche aufnahm. Dieses Ereignis war eine Anerkennung ihres Lebens, ihrer Hingabe an Gott und ihres Engagements für den geistlichen Dienst. Die Seligsprechung der seligen Anna Katharina Emmerich wurde zur Inspiration für viele Gläubige, indem sie zeigte, wie göttliche Gnaden und innere Erfahrungen das gewöhnliche Leben in ein Zeugnis der Heiligkeit verwandeln können. In diesem Film möchten wir einige der Visionen der seligen Katharina Emmerich präsentieren. Hier ist eine Vision, die sich auf Europa bezieht. Ich sah verschiedene Teile der Erde. Mein Führer zeigte mir Europa und zeigte auf einen sandigen Ort, in dem er diese bedeutsamen Worte sprach: Hier sind die feindlichen Preußen. Dann zeigte er mir den nördlichsten Punkt und sagte: Hier ist Moskau, das viel Unheil mit sich bringt. Die Bewohner waren durch eine beispiellose Arroganz gekennzeichnet. Ich sah, dass sie sich überall bewaffneten und arbeiteten. Alles war düster und bedrohlich. Ich sah einen Palast mit glänzenden Dächern. Auf ihm stand der Satan auf der Lauer. Ich sah, dass einige der Dämonen, die von Christus während seines Abstiegs in die Hölle gebunden waren, sich kürzlich gelöst hatten und den Freimaurerorden wiederbelebten. Ich sah, dass andere befreit werden würden. Ich sah schreckliche Auswirkungen der Handlungen großer Verfechter des Lichts,
wo immer sie die Macht ergriffen und Einfluss gewannen, um entweder den Kult Gottes und alle Praktiken und frommen Übungen zu stürzen oder sie so leer zu machen wie die Worte, die sie benutzten. Sie versuchten, die bedauerliche Lehre ihrer Unternehmungen zu verbergen, in denen Gott nichts war, vor sich selbst und vor anderen. Mein Führer führte mich um die ganze Erde. Ich musste ständig riesige Höhlen in völliger Dunkelheit durchqueren. Ich sah dort eine große Anzahl von Menschen, die sich überall verirrten, in alle Richtungen gingen und sich mit finsteren Taten beschäftigten. Es schien, als ob ich alle bewohnten Orte des Globus durchquert hätte und dort nur Menschen voller Mängel gesehen hätte. Ich sah immer neue Scharen von Menschen, die wie aus der Luft in diese Blendung durch Bosheit fielen. Ich sah keine Besserung. Ich musste in diese Dunkelheit eintreten und immer wieder das Böse, die Bosheit, die Verschlagenheit, die gestellten Fallen, die rachsüchtigen Begierden, den Hochmut, das Betören, den Neid, die Habgier, den Zwist, den Mord, die Ausschweifung und die furchtbare Gottlosigkeit der Menschen sehen, all die Dinge, die ihnen jedoch keinen Nutzen brachten, sondern sie immer blinder, elender machten und sie immer tiefer in die Dunkelheit stürzten. Die Vision der Zukunft der seligen Katharina Emmerich kann als symbolischer Blick auf den moralischen und spirituellen Zustand der Menschheit interpretiert werden. Die Dunkelheit, in der die Mystikerin sich befand, spiegelt das Böse, die Ungerechtigkeit und die verheerenden Folgen der Sünde wider, die die Menschen in geistige Blindheit stürzen. Die Vision voller Menschen, die von der Bosheit geblendet sind, könnte auf weit verbreitete Abkehr von spirituellen, moralischen und ethischen Werten hinweisen. Gott zeigte der Mystikerin einen anhaltenden Zustand geistiger Blindheit, in dem die Menschen sich dunklen Neigungen hingeben, anstatt das Gute und die Erlösung anzustreben. Der Schöpfer erinnert uns daran, über moralische Entscheidungen nachzudenken, Sünde zu vermeiden und nach spirituellen Werten zu streben. Die Mystikerin mahnte mehrmals, dass nur durch Umkehr und bewusste Wahl des Guten die Menschen geistiger Blindheit entkommen können. In einem weiteren Teil der Vision lesen wir: Ich sah all diese Bösen, als ob sie einen riesigen dunklen Raum bildeten, der sich von einem Ende der Erde zum anderen erstreckte. Ich sah sie in Unordnung. In einem lauten Durcheinander, wie auf einem großen Jahrmarkt, gründeten sie verschiedene Gruppen, die sich zum Bösen aufstachelten. Ich sah Massen von Menschen, die sich vermischten und alle Arten von sündhaften Taten begingen. Jede Sünde zog eine andere nach sich. Oft schien es mir, als ob ich noch tiefer in die Nacht eintauchen würde. Der Weg führte steil bergab. Es war erschreckend. Es umspannte die ganze Erde. Ich sah Völker aller Rassen, die die unterschiedlichsten Kleidung trugen, alle versunken in diesen Abscheulichkeiten. In dieser Vision der Seligen wird eine tiefe Versenkung der Gesellschaft in die Sünde und moralisches Chaos dargestellt. Diese bildhafte Szene symbolisiert den moralischen Chaos, der in der Gesellschaft herrscht, in der verschiedene Gruppen von Menschen sich gegenseitig dazu anstiften, böse Taten zu begehen. Diese Vision scheint vor der Verbreitung negativer Handlungen und dem Verlust moralischer Klarheit in der Gesellschaft zu warnen. Das Gesamtbild der Vision kann als Appell zur Reflexion über das eigene Verhalten und als Warnung vor dem Sinken in die Sünde und moralische Unordnung interpretiert werden. In einem weiteren Abschnitt der Vision lesen wir: Oft erwachte ich voller Beklommenheit und Entsetzen. Der Mond schien ruhig durch das Fenster, und ich betete stöhnend, dass mir nicht mehr befohlen werde, diese erschreckenden Szenen anzusehen.
Bald jedoch musste ich wieder in diese schrecklichen Dunkelheiten eintreten und die darin begangenen Abscheulichkeiten betrachten. Einmal befand ich mich innerhalb einer Sünde so furchtbar, dass es mir schien, als ob ich in der Hölle wäre, und ich begann zu schreien und zu stöhnen. Da sagte mein Führer: Ich bin bei dir, und es kann keine Hölle dort sein, wo ich bin. Es schien mir, als ob ich einen sehr weiten Ort sehe, an dem mehr Tageslicht war. Es war wie eine Stadt, die zu diesem Teil der Welt gehörte, in dem wir leben. Mir wurde dort eine schreckliche Szene gezeigt. Ich sah die Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus. Ich zitterte bis ins Mark, denn es waren nur Menschen aus unserer Epoche dort. Das Leiden des Herrn war schrecklicher und blutiger als das, was er von den Menschen erlitten hatte, als er auf die Welt kam. In der Vision von Katharina Emmerich sehen wir, wie sehr Christus aufgrund der Sünden der Menschheit großen Schmerz empfindet. Die Mystikerin beschreibt einen Ort, der auf den ersten Blick vom Licht erhellt zu sein scheint, jedoch die Dunkelheit der Sünde in sich verbirgt. Dieser symbolische Ort kann die Heuchelei oder getarnte sündhafte Praktiken der Gesellschaft widerspiegeln. Während der Vision wird die Kreuzigung Jesu gezeigt, aber die Mystikerin bemerkt nur Menschen ihrer Zeit. Diese Bezugnahme auf die Gegenwart unterstreicht die Aktualität des Leidens Christi angesichts heutiger Sünden. Es ist überlegenswert, da es auch zeigt, dass Christus aufgrund der Undankbarkeit der Menschheit für sein Opfer am Kreuz sehr leidet. In einem weiteren Abschnitt der Vision lesen wir: Ich sah Menschen aus einer geheimen Sekte, die unaufhörlich die große Kirche untergrub. Die Kirche war bereits weitgehend zerstört, sodass nur noch das Presbyterium mit dem Altar übrig war. Ich sah, wie sie, zusammen mit einem Tier, hineingingen. Als die Zerstörer mit dem Tier in die Kirche gingen, trafen sie dort auf eine mächtige, majestätische Frau. Es schien, als erwarte sie ein Kind, denn sie ging langsam. Der Anblick dieser Frau erschreckte die Feinde, und das Tier konnte keinen Schritt vorwärts machen. Es reckte den wütendsten Hals in Richtung dieser Frau, als wollte es sie verschlingen. Aber sie drehte sich um und fiel auf ihr Gesicht. Dann sah ich das Tier in Richtung Meer fliehen, während die Feinde in großer Unordnung flohen. Die Kirche des heiligen Petrus war zerstört, abgesehen vom Presbyterium und dem Hauptaltar. Ich sah erneut Angreifer, die die Kirche des heiligen Petrus angriffen und zerstörten. Ich sah, wie am Ende Maria ihren Mantel über die Kirche breitete und die Feinde Gottes vertrieben wurden. Ich hatte wieder eine Vision von einer geheimen Sekte, die die Kirche des heiligen Petrus von allen Seiten untergrub. Sie arbeiteten mit verschiedenen Werkzeugen und liefen hierhin und dorthin, trugen Steine davon, die sie von der Kirche abgerissen hatten. Sie konnten nur den Altar zurücklassen. Sie konnten ihn nicht wegtragen. Ich sah, wie das Bild der Maria geschändet und gestohlen wurde. Ich beschwerte mich beim Papst. Ich fragte ihn, wie er es zulassen könne, dass so viele Priester unter den Zerstörern seien. Dabei sah ich, warum die Kirche in Rom gebaut wurde. Es ist, weil dort das Zentrum der Welt ist und alle Nationen auf unterschiedliche Weise damit verbunden sind. Ich sah auch, dass Rom wie eine Insel steht, wie ein Felsen inmitten des Meeres, wenn alles um es herum in Ruinen fällt. Als ich die Zerstörer ansah, begeisterte mich ihre große Geschicklichkeit. Sie besaßen alle Arten von Maschinen, alles geschah nach einem bestimmten Plan. Nichts brach von selbst zusammen. Sie machten keinen Lärm. Sie achteten auf alles,
griffen zu allen Arten von List und die Steine schienen oft in ihren Händen zu verschwinden. In diesem Teil der Vision der seligen Katharina Emmerich werden die Versuche Satans dargestellt, die Kirche zu stürzen. Satan setzt durch geheime Sekten und Anhänger aus verschiedenen Kreisen fortwährend seine Bemühungen fort, die große Kirche zu untergraben. Das Ausmaß des Bösen ist so groß, dass viele Menschen, sogar aus kirchlichen Institutionen, die Absicht haben, die Kirche zu zerstören. Die beschriebenen Methoden zur Zerstörung der Kirche weisen auf geschickte und verborgene Aktivitäten hin, die darauf abzielen, Verdacht zu vermeiden. Die Zerstörer konnten trotz ihrer Sorgfalt den Altar, den zentralen Punkt der Kirche, nicht zerstören, was die Beständigkeit und Unversehrtheit ihres Wesens, des eigentlichen Kerns der Kirche, symbolisiert. In der beschriebenen Vision der seligen Katharina Emmerich erscheint auch eine bestimmte Frau. Ihre Anwesenheit bewirkt, dass das Ungeheuer und die Feinde in Angst geraten, und das Ungeheuer kann sich ihr nicht nähern. Diese Szene symbolisiert die Fürsorge der Gottesmutter für die Kirche und ihren effektiven Schutz vor den Angriffen Satans. Die Gottesmutter, die die geistige Mutter der Gläubigen ist, repräsentiert Liebe, Fürsorge und mütterliche Sorge. Ihre Anwesenheit schreckt nicht nur Feinde ab, sondern stellt auch eine starke Barriere gegen das Böse dar. Im Moment, in dem die Gottesmutter ihren Mantel über die Kirche ausbreitet, flieht das Ungeheuer. In der gesamten Vision erfüllt die Gottesmutter die Rolle einer effektiven Wächterin der Kirche. Zum Abschluss dieses Films möchten wir die Aktualität und Universalität der Vision von Katharina Emmerich betonen, indem wir zeigen, wie ihre prophetischen Hinweise auch die Gegenwart berühren. Durch den Vergleich von Ausschnitten aus ihrer Vision mit der Realität der heutigen Welt können wir die verheerenden Konsequenzen des sich verbreitenden Bösen erkennen. Unser Film zeigt, wie das von der Mystikerin beschriebene Böse, das sie als einen dunklen Raum, der die Menschheit umgibt, darstellte, seine Entsprechung in den heutigen Realitäten hat. Es sollte betont werden, dass die Visionen der Mystikerin nicht nur eine Geschichte aus der Vergangenheit sind, sondern auch eine Warnung und Anleitung für die moderne Gesellschaft. Die Selige verkündete selbst, dass ihre Visionen ein Geschenk Gottes für die Menschen sind. Wir können sagen, dass die Botschaft von Katharina Emmerich ein Aufruf zum Handeln ist, zum Kampf gegen die Dunkelheit, die sich in der Welt ausbreitet. Gleichzeitig betonen wir, dass in ihren Visionen auch Hoffnung steckt, die auf die Möglichkeit der Rettung durch Umkehr, Gebet und die Liebe zum Nächsten hinweist.